Und damit herzlich willkommen zurück zu Red Metal Cat und Anarchy Reigns. Ich bin Maurice, wie immer mit dabei, der Andreas, hallo. Ja, großes Hallo und wir sind in der Wüste und wir haben es beim letzten Mal angekündigt, wir schauen uns die Wüste jetzt genauer an. Ja, zumindest eine Cutscene darin. Ja, super. Ich weiß gar nicht mehr, was für eine jetzt kommt. Wirst du gleich sehen. ich muss ja sagen, zu diesem Zeitpunkt, wo ihr diesen Part seht, ist bisher nur Platinum Games auf unserem Kanal erschienen. Aber das wird sich mit dem übernächsten Part von dir ändern, ne? Weil 11 Parts müssen das sein, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Ja. Die beiden DLCs. Und dann wirst du ja, glaube ich, die Macht entfesseln. Ja, richtig. Richtig. Force Unleashed Teil 1 ist auf jeden Fall komplett im Kasten und wird dann, denke ich, dann unser nächstes Ding sein. Und dann bin ich mal gespannt. Teil 2 wird auch irgendwann kommen, aber ich weiß nicht, ob wir es direkt danach schalten. Ja. Man muss ja schon sagen, dadurch, dass wir so abwechselnd dann hochladen, dauern entsprechende Projekte natürlich doppelt so lange wie Anarchy Reigns oder Force Unleashed. Ja, überleg mal, 31 Parts, aber dadurch, dass das nur jeden zweiten Tag rauskommt, ist es zwei Monate lang am Laufen. Das ist schon heftig. Wollen wir das wirklich so machen? Vielleicht überdenken wir unsere Taktik noch. Aber jetzt ist zu spät. Ich sage mal so, wir fangen damit an. Sollte es sich irgendwann ergeben, dass wir in Parts ersticken, dann können wir die Taktung erhöhen. Aber nee, komm, lassen wir erstmal. Ja, ich denke, 2 Parts pro Tag hochladen, das sollte auch noch drin sein irgendwann. Irgendwann ja, aber da möchte ich ein bisschen Vorlaufzeit haben, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn ihr diesen Part hier seht, sind wahrscheinlich schon wieder 2 Monate vergangen oder so. Ja. Je nachdem, wann wir mit dem Hochladen anfangen. Ja. Also wir haben jetzt Mai 2013, Ende Mai 2013, damit ihr Bescheid wisst. Und wer weiß, wann ihr diesen Part zu Gesicht bekommt. Genau. Ihr werdet ihn auf jeden Fall zu Gesicht bekommen. Also so viel sollten wir schon hinkriegen. Ja, also wenn wir jetzt darüber reden, dann habt ihr es wahrscheinlich schon gesehen. Das ist aber eine große Schwachstelle hier bei Nikolai, ne? Dass man einfach in den Rücken reinschlagen muss, um ihn zu erledigen. Ja, aber oder vielleicht auch nicht. Ja, ja. Ja, das ist das Problem. Die Helden denken dann immer, sobald der Bösewicht dann umfällt, ist alles gegessen und alles okay, aber dreht man ihn den Rücken zu, ist er wieder da. Ja, ja. Weißt du, ich bin ja normalerweise jemand, der ganz typisch auf der Heldenseite steht und ein Happy End sich wünscht. Aber dass einige Helden wirklich dumm sind und einige Heldenklischees tatsächlich ein bisschen abgelutscht. Ja. Ausgelutscht und abgenutzt, das wollte ich sagen. Nicht ab. da kann ich nicht widersprechen. Auf keinen Fall. Ja, das ist leider so. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich hatte erst mit einer anderen Cutscene gerechnet. Ich wusste jetzt gar nicht mehr, dass das noch drin vorkam. Da hatte ich schon fast vorgreifen wollen. Ich weiß gar nicht, welche Cutscene du meinst. Ich weiß nicht mehr, wie dieser eine Typ hieß, der diesen. Hatte nicht auch diesen Umhang erst am Anfang an oder die ganze Zeit noch? Ach so, ja. Ja, das ist die nächste. Ich weiß gar nicht, ob das sogar eine Story. Doch, müsste eigentlich eine Story-Mission sein, weil da Dialog zwischen ist. Ja. Damit hatte ich jetzt im ersten Moment gerechnet. Ich wusste gar nicht mehr, dass man ja erst nochmal Nikolai verdreschen muss. Das hatte ich schon wieder verdrängt. Ja, ja. Aber gut, bis jetzt sieht es ja wirklich gut für dich aus. Das sollte jetzt ja auch kein großes Problem sein. Nee, also wie gesagt, die Charakterkämpfe sind zwar die bestgemachtesten, allerdings sind sie auch ziemlich einfach, wenn man einmal weiß, wie man es angeben muss. Ja. Gut, wobei ich bei dem Spiel noch nie versucht habe, wie es wäre, wenn man auf schwer spielt. Aber da hatte ich auch noch nicht so die Muße. Ja. Normal reicht mir persönlich auch, muss ich sagen. Ja. So versessen bin ich darauf jetzt nicht. Also das war bei dem Bayonetta was anderes und bei einem Vanquish, aber hier müsste ich das jetzt nicht machen. Ja, glaube ich. Da finde ich das Spiel dann doch insgesamt zu. Ach, oh, scheiße, jetzt ist mein YouTube-Video gestockt. 4:35 am besten. Da sind wir jetzt. Okay, ich bin jetzt ein bisschen vorgesprungen. Jetzt läuft's auch wieder. Wir sind jetzt bei 4:40. Ich auch. Ich habe jetzt gelegentlich solche Aussetzer drin. Ich hoffe, das zieht sich jetzt nicht zu extrem hier durch. Ja, das ist ja heute erstmal der letzte Part. Ja. Ah, es wird knapp, ne? Also den Versuch könntest du noch verlieren.
Es kann tatsächlich sein, dass das passiert, ja. Du siehst schon, ich versuche mal von diesem scheiß Fass wegzulaufen, weil ich weiß, was passieren wird, wenn ich da zu lange dran stehe. Ja, es sind immer diese Momente, wo dann dieses blöde Fass dann im falschen Moment explodiert und dann ist es um einen geschehen. Ja. Oh, du hast es noch geschafft. Natürlich. Mit einem richtig schönen Kick als Finisher. Ja, man muss schon ein bisschen Style hinlegen, finde ich. Und hier, die Medaille glitzert wieder. Wunderbar. Hast du gut gemacht. Ja, wie gesagt, das flacht zum Ende hin ab. Ja. Ja, ich habe ein bisschen Angst davor, weil das heißt, Punkte sammeln. Ja, wie gesagt, das passiert mir auch 2 oder 3 Mal. Ach Gott. Ist nicht das beste Spiel, muss ich sagen. Da hat Platinum Games schon Besseres produziert. Ja, ja. Bestes Beispiel Bayonetta. Das ist bis jetzt immer noch einfach auf Platz 1. Ja. Ja, meinst du, er bleibt jetzt liegen? Ja, wir kennen die Antwort ja schon. Ja. Nikolai. Was soll der Scheiß? Hier dieses Muster, was Nikolai da auf dem Hemd hatte. Das ist ja wirklich das, was sie wirklich auch in Revengeance oft nutzen und so weiter. Das ist irgendwie hier oder Vanquish, kann das auch sein? Weiß ich jetzt nicht mehr so genau, aber das scheint derzeit irgendwie deren Krux zu sein. Ja. Ach Gott. Die dürfen gerne ein bisschen verrückter sein. Ja, obwohl, so Wonderful 101. Ja. Wer hat's nicht erwartet? Ja, es war wirklich zu erwarten. Wonderful 101 sehe ich bisher noch nicht den Reiz darin, muss ich sagen. Ja, es wirkt ein bisschen so wie Pikmin, und Pikmin war etwas, was mich noch nie wirklich interessiert hat. Und ja. Ich habe Teil 1 und 2 versucht, ganz ehrlich. Also ich wollte ja reinkommen, aber es hat bei mir einfach nicht zünden wollen. Ja. Deswegen ist auch Pikmin 3 jetzt für mich kein Grund, mir eine Wii U zu holen. Also tut mir leid, nee. Ja. Das bringt mir nichts. Für mich auch nicht. So, jetzt heißt es wieder Nebenmission-Time. Was kommt jetzt? Mutanten. Aber wir bekommen Verstärkung. Noch sehe ich keine Verstärkung. Von einem Geist. Ja, lass dich überraschen. diese Keulen, brennende Autos und riesige Betonklötze. Ja. Die haben schon Kraft, also das muss man denen ja lassen. Ja, aber den Sixpack, besser. Also. Da, die Verstärkung kommt. Ah. Aha. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Ja. Ergibt es überhaupt Sinn, dass er da auftaucht? Nein. Es ist. Denk nicht dran. Es bereitet nur Kopfschmerzen. Ja. Es tut auch weh, wenn ich darüber nachdenke. Ja, du siehst 10 von diesen scheiß Viechern innerhalb von 10 Minuten besiegen. Warum, wenn er das da noch auftaucht, hätte man nicht dann ihn einfach als Charakter auswählen können? Das wäre cool. Ja. Das hätte ich nämlich auch geil gefunden. Ja, aber halt 10 Viecher von denen in 10 Minuten zu killen. Ich bin froh, dass ich das im Zeitlimit geschafft habe. Ja, ich meine auch, das wäre bei mir knapp geworden. Und zwar klingt erstmal 10 nicht wirklich viel, aber die schlucken ja doch schon ein bisschen was. Ja. Aber ich meine, ich habe Max an meiner Seite. Ja. Da passt das schon. Ja, der regelt das doch schon. Den könntest du fast alleine lassen. Ja, ich glaube, das würde der im Zeitlimit nicht packen. Ja, nee, ich glaube auch nicht. So einen Fehler würden die, glaube ich, bei der Programmierung nicht machen, dass dein Partner das dann alles für dich regelt. Ach komm, hier, kennst du nicht die Luigi Wins bei Doing Absolutely Laughing? Ja. Von Mario Party? Ja, ja. Ich finde das herrlich. Da fehlen mir die Worte. Ja, das zeigt einfach nur, dass Nintendo vielleicht nicht diese Programmiergötter sind, die sie gerne wären. Und dass die Fans gerne mal ein bisschen übereifrig sind. Naja, wollen wir jetzt nicht auf Nintendo rumwäschen. Das ist viel zu einfach. Okay, wenn du es so ausdrückst, dann stimme ich dir zu, ja. Ah, scheiße, mein Video ist wieder hängen geblieben, aber warte. Wir sind bei 39. Ja, es läuft wieder. 9:32. Ja, okay. Ja, ich habe immer gelegentliche Aussetzer. Du kannst dir, glaube ich, denken, was das letzte Viech sein wird. Ich vermute es, ja. Also bei den Mutanten gibt es ja jetzt auch nicht so viele Typen. Und ich weiß noch. Wobei es schon genug sind. Ja. Wie viele haben wir jetzt? 7 von 10? Okay. Ja, es bleibt halt nur noch einer übrig.
Das dürfte jetzt eigentlich auch die letzte Mission für diesen Part hier sein. Ja, ich glaube, mehr hätte ich auch gar nicht geschafft in den 3 Minuten. Ach, sehr schön. Der ist erledigt. Komm, jetzt hier noch den. Ja, das Schlimme ist ja, Max haut gleich ab. Der verschwindet gleich einfach und lässt mich dann alleine gegen das letzte Monster kämpfen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, es ist ja eh schon eigenartig genug, dass er überhaupt da ist. Wahrscheinlich ist es doch nur eine Illusion. Wahrscheinlich war der gar nicht da. Vielleicht ja, ist das so auch zu erklären. Leo hat nur geträumt, alles. Ja, genau. Deswegen ergibt das auch alles keinen Sinn und es gibt keine richtige Story, weil das nur ein Traum ist. Das ist es. Leo hat bestimmt Mad World gespielt und hat deswegen auch Charaktere davon verarbeitet und er träumt eigentlich nur. Oder es ist hier, Leo ist eigentlich nur ein Cyberbrain von Metal Gear Rising, was dann gerade ein Trainingsprogramm durchläuft. Und deswegen erinnern sie sich auch an, ist halt auch diese Referenz drin. Ja, genau. Das ist hier eigentlich obwohl nur, es keinen Sinn macht, dass es in derselben Welt spielt. Das hier ist nur ein VR-Training. Das wissen wir jetzt noch nicht, das erfahren wir im nächsten Teil, dass das hier alles nur VR-Training ist. Anarchy Reigns 2 Revengeance. Da freue ich mich drauf. Bei uns habt ihr es zuerst erfahren. Ja. Ah, herrlich. Ja, jetzt gilt es nur noch, den großen Platz zu machen. Ja. Ich sehe durch die Kameraperspektive nicht viel. Ja, es ist, wie gesagt, diese großen Gegner passen da irgendwie nicht ganz rein. Ja. Oh Gott. Man erahnt nur, wie das Vieh aussieht. Ja, und jetzt haut er ab, kurz bevor das Vieh zu Ende ist. Hätte er da noch die 2 Sekunden bleiben können? Ja, schon komisch. Aber er wusste, dass du es schaffen würdest. Er hat an mich geglaubt, ja. Ja. Wir glauben auch alle an dich. Danke. Es sind ja nur noch 17 Parts. Ja. Yay. Okay. Gucken wir mal. Dann würde ich sagen, wir lassen es für heute gut sein. Jo. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn das wieder heißt. Anarchy Reigns Part 11. Bis dann. Bis dann. Ciao.